Hallo Freunde der Sonne, ich bin's wieder, Mai, eure Chemikerin des Vertrauens. Und die Chemikerin muss mal ein ernstes Wörtchen mit euch reden. Ich bin gerade im Skiurlaub mit meinen alten Studienfreunden, also mit ganz vielen Chemikern. Chemie! Hier seht ihr Chemiker, echte Chemiker beim Essen. Und direkt am ersten Abend kam die Diskussion auf, ob ich als Chemie-Influencerin es verantworten kann, andere zu einem Chemiestudium zu motivieren. Chemie ist toll, das ist klar, aber ist das die ganze Wahrheit? Ich werde euch jetzt drei Gründe nennen, warum ihr nicht Chemie studieren solltet, wenn ihr mir versprecht, dass ihr dieses Video entweder ganz bis zum Ende oder gar nicht schaut. Und ich verspreche euch im Gegenzug, schonungslos ehrlich zu sein. Jetzt wird's real, Freunde der Sonne. Holt euch einen Tee, setzt euch. Fackeln wir nicht lange herum. Hier drei Gründe gegen ein Chemiestudium. Nummer eins, das Chemiestudium ist hart. Wie hart ist das Chemiestudium auf einer Skala von 1 easy bis 10 abartig? 25. Doch es ist nicht unbedingt dafür bekannt. Und das kann tückisch sein, wenn man sich blauäugig einschreibt. Man braucht ein gewisses mathematisch-physikalisches Verständnis für Bereiche wie Thermodynamik oder Quantenmechanik. Man braucht auch ein gutes Gedächtnis für die unmenschlichen Mengen an Strukturformeln und Reaktionsgleichungen, die man einfach auswendig lernen muss. Und man braucht auch noch ein gewisses handwerkliches Geschick für die ganze Arbeit, die man im Labor macht. Ich persönlich hatte zum Beispiel nie Probleme in der Schule insgesamt. Ich fand Schule ziemlich easy, aber die ersten Semester des Chemiestudiums haben es mir schon richtig gegeben. Aber das Chemiestudium war gut für mich. Also es war hart, ich bin daran gewachsen. Nur diese Härte ist vielen gar nicht bewusst, bevor sie ein Chemiestudium anfangen. Das Gute ist, man muss jetzt kein Superbrain sein, um ein Chemiestudium zu schaffen. Aber man braucht eine sehr hohe Frustrationsgrenze und eine große Stressbelastbarkeit. Was muss man noch mitbringen außer Interesse? Auf jeden Fall ein gutes Durchhaltevermögen und eine hohe Frustrationsgrenze. Ja. Also gerade für die Forschungsarbeit und die Arbeit im Labor. Also wenn du da nicht frustresistent bist, dann solltest du es einfach machen. Dann wirst du es. Ja, oder auch nicht. Oder hörst auf. Ja. Also du musst diesen Scheiß einfach lieben und machen wollen. Ja, ansonsten bringt das nichts. Nummer zwei, das Studium ist lang. Beziehungsweise die Ausbildung ist lang. 2017 waren es 86% der Masterstudenten, die an ihren Master direkt eine Promotion, also eine Doktorarbeit, hinten dran hängten. Und nur 11% stiegen nach ihrem Masterabschluss direkt ins Berufsleben ein, weil die meisten Einstiegspositionen für Chemiker einen Doktor verlangen. Eine typische Einstiegsposition für einen Chemiker in der Industrie ist eine Stelle als Laborleiter. Als Laborleiterin mache ich zwar auch Forschung, stehe aber nicht mehr selbst im Labor. Meistens zumindest nicht. Das handeln Laborantinnen und Laboranten, die darin viel besser ausgebildet sind und meistens auch viel mehr Erfahrung haben. Was ich mache, ist konzeptionieren, organisieren, managen. Ich sitze in Meetings und so weiter. Und für diese Aufgabenbereiche wird ein Doktortitel oder eine Promotion verlangt. So, das durchschnittliche Studium dauert bis zum Master 12,7 Semester, die durchschnittliche Promotion 8,8 Semester. Man ist also im Schnitt fast 11 Jahre lang an der Uni. Am Ende habe ich als promovierte Chemikerin im Schnitt natürlich auch ein höheres Einstiegsgehalt, aber dafür fange ich auch erst viel später an zu arbeiten. Und damit kommen wir auch direkt zu Punkt Nummer 3. Nummer 3, die Berufsaussichten für Chemiker sind... Die meisten Chemiker machen also eine Doktorarbeit. Was machen sie danach? Ganz grob gibt es zwei Richtungen, die man einschlagen kann. Entweder man bleibt an der Uni oder Hochschule oder man geht in die Wirtschaft, in die Industrie. Viele machen nach der Doktorarbeit einen sogenannten Postdoc. Und alles, was jetzt hier unter Ausland aufgeführt ist, das sind auch Postdocs, nur eben im Ausland. Ein Postdoc kann der erste Schritt einer akademischen Karriere sein an der Uni, deren Endstation eine Professur ist. Außer einer Professur gibt es an der Uni leider kaum andere Karrieremöglichkeiten. Und dieser Weg ist super hart, denn obwohl ihn meistens nur die Besten der Besten einschlagen, gibt es am Ende schlicht und einfach nicht genügend Professuren, also nicht genügend Stellen für alle. Wenn man sich dann überlegt, gut, hat jetzt nicht geklappt mit der Professur, dann gehe ich jetzt in die Industrie, dann ist das meistens schwierig, denn man ist dann so um die 40 Jahre alt und muss konkurrieren mit viel jüngeren Leuten, die gerade frisch von der Uni kommen oder frisch aus der Doktorarbeit. Dann gibt es wirklich nur wenige, die irgendeine andere Stelle an der Uni oder einer Hochschule bekommen oder auch im öffentlichen Dienst. Und dann gibt es natürlich Leute wie mich,
die Chemikerin des Vertrauens werden beruflich. Aber ich bin da die absolute Ausnahme. Als Journalistin falle ich unter Freiberufler. Das sind noch nicht einmal 2%. Also wenn ihr denkt, finde ich cool, was die Mai macht, möchte ich auch mal machen und deswegen studiere ich jetzt Chemie, nehme ich nicht als Vorbild. Ich bin ein statistisch nicht haltbares Vorbild. Die meisten, rund 46%, finden einen Job in der Industrie. Und prinzipiell gibt es auch nicht wenige Stellen für Chemiker in der Industrie, zumal Deutschland auch eine starke Chemie- und Pharmaindustrie hat. Und wenn ihr euch jetzt nicht für ein Chemiestudium, sondern für eine Ausbildung in der Chemiebranche interessiert, dann habt ihr momentan sehr gute Chancen, denn Azubis werden, wie in so vielen anderen Bereichen leider, händeringend gesucht. Nur promovierte Chemiker gibt es momentan genügend auf dem Arbeitsmarkt. Also da gibt es keinen Fachkräftemangel. Das ändert sich natürlich immer wieder und wenn ihr jetzt anfangt zu studieren, dann hat der derzeitige Arbeitsmarkt für promovierte Chemiker natürlich keine Relevanz für euch. Ich sage das nur, weil diese Situation, die jetzige Arbeitsmarktsituation, immer wieder aufkommt. Und wenn ich jetzt als promovierte Chemikerin keine passende Stelle finde, dann kann es echt tricky werden. Denn ich bin als Promovierte ja teurer als jemand, also für den Arbeitgeber, als jemand, der einen Master- oder Bachelorabschluss gemacht hat. Weil ich werde ja für meine Fachexpertise bezahlt, die ich mir während der Doktorarbeit angeschafft habe. Wenn jetzt diese Fachexpertise nicht genau gefragt ist, weil diese Stelle nicht exakt passt zu meiner Fachexpertise, dann würde ich als Arbeitgeber lieber jemanden einstellen mit einem Masterplus, der günstiger ist, als eine Promovierte, deren Fachexpertise ich sowieso nicht genau nutzen kann. Also nicht falsch verstehen, die Arbeitsmarktlage für Chemiker ist jetzt nicht die schlechteste, um Gottes Willen. Nur sollte man sich klar machen, dass in einem Fach, wo fast alle einen Doktor machen, es durchaus auch Nachteile gibt, die man vielleicht nicht unbedingt auf dem Schirm hat. So, deshalb, wenn mich jemand fragt, ob ich ein Chemiestudium empfehlen kann, dann will ich und kann ich das nicht pauschal beantworten. Kann man ein Chemiestudium empfehlen, ja oder nein? Nein. Aber wenn mich jemand fragt, ob ich persönlich nochmal Chemie studieren würde, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, dann ist die Antwort einfach. Nämlich ja. Ich meine, wenn ihr regelmäßig meine Videos schaut, dann wisst ihr ja, dass Chemie geil ist. Es gibt keinen Atemzug, keinen Augenblick, in dem keine chemischen Reaktionen in dir ablaufen. Doch ihr müsst ja jetzt nicht Chemie studieren oder eine Ausbildung machen. Das wäre ja traurig, wenn Chemie nur denen vorbehalten wäre, die das beruflich machen. Sucht euch Videos, Bücher, Podcasts. Es gibt so viele tolle Angebote, um etwas über Chemie oder über irgendwelche anderen Naturwissenschaften zu lernen. Ich meine, wenn ihr studieren wollt, finde ich euch echt cool und wir verstehen uns. Aber ich sage nur, das muss nicht sein. Und jetzt kann ich eure Hilfe gebrauchen, beziehungsweise viele, die dieses Video schauen, können eure Hilfe gebrauchen. Lasst eine Art MyLab-Infobörse aufmachen. Wenn ihr Erfahrung mit Chemiestudium oder Ausbildung habt, dann teilt diese Erfahrung doch gerne mit den anderen Freunden der Sonne in den Kommentaren. Und damit es den anderen leichter fällt, eure Kommentare auch auf den ersten Blick zu sehen, beginnt den Kommentar doch gerne mit dem Hashtag So ist Chemie. Die Twitterer unter euch können mit diesem Hashtag natürlich ihre Erfahrung auch mit der ganzen Welt teilen. Außerdem habe ich in der Vergangenheit auch schon ein paar Infovideos zu Chemiestudium und Ausbildung gemacht. Verlinke ich euch in der Videobeschreibung und hoffentlich hilft euch das alles bei der Entscheidung. Ich grüße euch aus Österreich. Nächste Woche sehen wir uns dann wieder in gewohnter Umgebung. Bis dahin, bleibt sicher!